Abrissbirne, Bagger und Baugerüst unterwegs in Mühlhausen. Ganz herzlich willkommen zur zweiten Folge des dritten Teils. Wir sind immer noch bei den abgerissenen oder umgebauten Betrieben der Stadt und werden es auch noch etwas bleiben. Bisher standen im Teil 1 die Hotels und Gaststätten, im Teil 2 die Mühlen und in der ersten Folge des dritten Teils die Firmen Glees, Themert und Giebe im Fokus der Betrachtungen. Der Teil 3, Folge 2, startet mit der ehemaligen Dampfmolkerei Mühlhausen-Görmer. Selten hatte ich so viel Material und Informationen wie in diesem Fall zur Verfügung. Entsprechend ausführlich kann ich auch über die Firma, ihre Entstehung, den Betrieb und ihr Ende berichten und ein wenig dazu beitragen, dass auch unsere Molkerei nicht in Vergessenheit gerät. Wer sorgte für Mühlhausens Milchbedarf? Ein Artikel im Mühlhäuser Anzeiger vom Januar 1939 klärt dazu auf. Circa 7000 Liter Milch brauchte damals die Stadt Mühlhausen am Tag. 1400 Kühe wurden täglich von Hand gemolken und zwei Molkereien arbeiteten fast ausschließlich für den Bedarf der Stadt. In den Molkereien wurde die Rohmilch getestet und verarbeitet, bevor die Milchmänner sie in die Stadt brachten. Auf die Milchmänner möchte ich am Anfang etwas näher eingehen, vor allem weil es diesen Beruf heute nicht mehr gibt. Von 1910 bis 1958 gab es für die Stadt Mühlhausen zwischen 8 und 10 Milchmänner. Jeder Milchmann beschäftigte meist noch einen Gehilfen. Mit Pferdemilchwagen lieferten sie Milch, Butter, Kakao und Käse. Jeder Milchmann hatte seine festgelegten Straßenzüge. An jedem Morgen wurden die Milchwagen in der Molkerei Mühlhausen-Görmer frisch bestückt. Seit Mitte der 1950er Jahre wurde Milch und Milchprodukte zunehmend im Einzelhandel und in den modernen Kaufhallen angeboten. Die Belieferung der Geschäfte mit ihren Kühltruhen war kostengünstiger und einfacher, auch dank der modernen gekühlten LKWs. Der Milchmann wurde nicht mehr gebraucht. Nach dieser kurzen Erinnerung an einen ausgestorbenen Berufsstand wenden wir uns der Geschichte der ehemaligen Dampfmolkerei Mühlhausen-Görmer zu. Am 13. März 1902 beschlossen 11 Landwirte aus Görmer den Bau einer Molkerei. Die Baufirma Karl Louis Müller wird mit dem Bau an der Sondershäuser Landstraße zwischen Mühlhausen und Görmer beauftragt. Am 24. November 1902 startet der Betrieb mit bescheidenen 660 Litern Milch am Tag. 1914 entsteht ein Erweiterungsbau. Die Milchproduktion wird weiter gesteigert. 16. Oktober 1923. Zusammenbruch der Milchversorgung in Mühlhausen. Einrichtung von 4 Milchständen in der Stadt zur Versorgung von Säuglingen und Kleinkindern. 1 Liter Milch kostet ca. 140 Millionen Mark. Abgegebene Milchkannen wurden gewogen, die Milch getestet und die Bauern danach entlohnt. 1920 bis 1930. Die Dampfmolkerei EG ist einzige Einrichtung im Umland zur Weiterverarbeitung von Milch in Zentrifugen, Milcherhitzern und durch Tiefkühler. Start der Produktion von Butter, Schlagsahne und diversen Käsesorten wie Kochkäse, Limburger oder Romadur. 2. Dezember 1939. Einweihung des Neubaues der Käserei. In der Kosthalle Brückenstraße 29 bietet die Molkerei seit 1905 ihre Milch im Glasausschank an. Seit Ende der 1930er Jahre gibt es dort auch molkereieigene Spezialitäten wie Schokomilch, bulgarischen Joghurt sowie Himbeer- und Erdbeermilchsekt. Im Angebot der Kosthalle waren auch in Görmer hergestellte Buttermilch, Eis, Rahm sowie viele Käsesorten und Butterbrote.
Während und nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelte sich die Molkerei ständig weiter. In der Nacht vom 29. zum 30. Januar 1954 kommt es in der Molkerei zu einem Dachstuhlbrand durch unsachgemäßen Umgang mit einer Lötlampe. 1958 wird die Auslieferung durch Milchmänner eingestellt. Ab 1965 Spezialisierung der Produktion auf Frischmilch, Frischkäse, Quark, Edamer und Butter. 1966 Die Molkerei Mühlhausen-Görma arbeitet als erste Molkerei der ehemaligen DDR ohne Milchkannen. Am 9. Oktober 1969 schließen sich die Molkereien Mühlhausen, Oberdorla, Worbis, Heiligenstadt und Großbodungen zum Molkereikombinat EG Mühlhausen zusammen. 1973 Bau des Lehrlingswohnheimes. 1973 Modernisierung der Kantine. Es entsteht ein neuer Anbau. Etwa 200 Beschäftigte arbeiten Mitte der 1970er Jahre in der Molkerei Mühlhausen-Görma. Zwischen 1975 und 1989 wurde der Betrieb ständig modernisiert. Der Molkereifuhrpark bestand aus 4 Lkw Typ W50, 2 Lkw Typ Robur LU1800, 3 Kleintransporter und Parkas B1000 und 5 PKWs. Erneuerung der Milchtanks, Einflug per Hubschrauber. Dies war zu DDR-Zeiten eine Sensation. ...1974, Goldmedaille der Arbeiterfestspiele der DDR. 1976, Wanderfahne für das Käserei-Jugendkollektiv. Ende 1989 war der Betrieb auf dem neuesten Stand. 15. November 1991, letzter Arbeitstag in der Molkerei Mühlhausen-Görma. Verkauf der Maschinen nach Holland. Es folgten 6 Jahre Leerstand und der Verfall der Gebäude. Januar bis März 1997. Abriss der Molkereigebäude. September 1997 bis März 1998. Bau eines Einkaufszentrums. Soweit 95 Jahre Molkereigeschichte in Zahlen, Worten und Bildern. Am Anfang des Beitrages erwähnte ich bereits die Fülle an Material über die Molkerei. Dieser Materialfülle und den Berichten ehemaliger Mitarbeiter ist es zu verdanken, dass wir heute im Jahre 2015 einen Blick in das Innere einer Molkerei der Jahre 1960 bis 80 werfen können. Die folgenden Aufnahmen zeigen auf der linken Seite die Molkereigebäude von außen und auf der rechten Seite die Maschinen und Anlagen im Inneren. Da auch ich noch nie einen solchen Betrieb von innen sah, habe ich mich bei den Bilduntertiteln ganz auf die Angaben der ehemaligen Mitarbeiter verlassen. Die Rampe der Quarkerei und der Quarkseparator DSC. Die Nordseite der Flaschenhalle und die Flaschenabfüllanlage. Rampe der Rohmilchannahme und Käsewannen. Flaschenhalle Südseite und ein Teil des alten Maschinenraums. Die Rampe der Milchausgabe mit der Käserei und der Quarkerei sowie der Flaschenwaschanlage. Alle Milchflaschen waren zu DDR-Zeiten Pfandflaschen. Sie wurden nach gründlicher Wäsche immer wieder verwendet. Weiter geht es mit der alten Eimerkammer
und der Quarkabpackanlage BTK-10. Noch einmal die Südseite der Flaschenhalle und die Rohmilchwaage. Blick auf die Werkstatt mit Kantine und den Milcherhitzer sowie die Zentrifuge. Die Flaschenhalle Westseite und die Gouda-Wannen aus der GSSR und aus Ungarn, gefolgt von der Ostseite der Flaschenhalle und dem Kühlaggregat. Diese Aufnahmen zeigen die Edamer Käserei und die Salzbäder für den Käse. Gefolgt von der Flaschenhalle mit den Rohmilchtanks, davor ein molkereieigener W50 und den Käsewecker. Dieser wird zum Ansetzen von Käsekulturen benötigt. Ein Barkas B1000 Koffer vor den Pkw-Garagen und der Kühlraum für die Rohware. Noch einmal die Ostseite der Flaschenhalle und rechts die Tischpressen für den Käse. Diese Aufnahme zeigt die Käserei und Quarkerei auf der Südseite, links im Bild noch die alten Metallmilchkästen, die Anfang der 1970er Jahre durch Plastikkästen ersetzt wurden. Das Gerät im rechten Bild diente der Erfassung der Milchmenge. Den nun folgenden Bildern stehen Aufnahmen aus dem Jahre 2015 und teilweise von 1996 kurz vor dem Abriss gegenüber. Hier macht das ehemalige Verwaltungsgebäude und spätere Wohnhaus den Anfang, gefolgt vom ehemaligen Labor, das gleich daneben gestanden hat. Die Rampe der Milcherfassung mit dem alten Pförtnerhäuschen und im Hintergrund die Görmer Kaserne. Das ehemalige Kartonagenlager, in dem heute ein Autohaus seinen Sitz hat. Auf der Südseite des Kartonagenlagers befand sich das 1973 gebaute Lehrlingswohnheim. Dieses Gebäude ist das einzige der ehemaligen Molkerei, das heute noch äußerlich fast unverändert steht. Der Kantinenbau im heutigen Walkmühlenweg sowie die Käserei und Quarkerei wurden hingegen 1997 mit abgerissen. Kurz vor dem Abriss im Jahre 1996 machte sich ein emsiger Fotograf auf den Weg, um die Molkerei noch einmal im Bild festzuhalten. Die Gebäude standen nun schon fast 6 Jahre leer, Scheiben waren eingeworfen und Gras, Büsche und Bäume wuchsen bereits auf den Wegen und aus den Mauerritzen. Während auf den Fotos die Molkereigebäude noch einmal zu sehen sind, gibt es noch einiges aus der Geschichte zu berichten. So waren in den Jahren ihres Bestehens 5 Direktoren für die Molkerei und das spätere Molkereikombinat verantwortlich. Bis zum Anfang der 1950er Jahre war das Herr Hesse, gefolgt vom Herrn Dietze, Herrn Ottenberg und Herrn Grischek. Bis 1991 stand abschließend Herr Urban an der Spitze der Molkerei. Nachdem Ende der 1950er Jahre die Milchzulieferung zunehmend durch die neu gegründeten LPGen mit ihren Großstellen und automatischen Melkanlagen erfolgte, ging die Zahl der Kühe auf privaten Höfen immer mehr zurück. Eigenständige Bauern mussten ihre Milch jetzt in der LPG abliefern, von wo aus sie dann mit LKWs, den sogenannten Milchkühen, zur Molkerei gebracht wurden. Wir sind im Jahr 1997 angekommen. Der Abriss begann mit dem Ausbau der Milchtanks. Diesmal war nur ein Kran zum Herausheben vor Ort. Der Einsatz des Autokrans war bei weitem nicht so spektakulär wie der Hubschrauber-Einsatz beim Einbau. Thank you.
Dieses Foto vom Abriss war damals in der Thüringer Allgemeinen zu sehen. Vom Nachbargrundstück der Familie Bang aus war der fortschreitende Abriss seinerzeit gut zu beobachten. Man kann nur ahnen, wie es dieser Familie zumute war, da sie jahrelang dort gearbeitet hatten, wo jetzt nur noch ein Berg Schutt übrig war. Bereits Mitte 1997 begann der Neubau des Einkaufscenters, welches im Frühjahr 1998 fertig war. Die letzten beiden Fotos zeigen den Blick aus dem benachbarten Garten der Familie Bang auf das ehemalige Molkereigrundstück im Jahre 1996 und 1998. Ich hoffe durch diesen Beitrag die Erinnerung an die ehemalige Dampfmolkerei oder wie wir einfach nur sagten, die Molkerei Görmer, wachzuhalten, damit auch dieser Teil der Industriegeschichte unserer Stadt nicht im Nebel der Zeit verloren geht. Wenden wir uns nun einem Betrieb zu, dessen Wurzeln tief in der industriellen Geschichte unserer Stadt liegen. Die Verarbeitung von Leder, das Gerben, gehört zu Mühlhausen wie die Divi-Blasi-Kirche an den Untermarkt oder das Rathaus auf die Schwemmnotte. Die Firma von Friedrich Stephan war seit seiner Gründung ein angesehenes und hochwertiges Aushängeschild der Lederverarbeitung unserer Stadt in der ganzen Welt. Leider ist es sehr schwer, an Bildmaterial aus den Jahren 1945 bis 1989 zu kommen, da in den Betrieben der ehemaligen DDR das Fotografieren verboten war. Nur zu ausgewählten Anlässen durften ausgewählte Fotografen ausgewählte und meistgestellte Bilder aufnehmen. So geht es mir auch beim Lederwarenwerk. Fotos aus DDR-Zeiten, Fehlanzeige. Okay, kommen wir zur Firmengeschichte. 1851. Gründung der Firma durch den Gerber Friedrich Stephan. Die Lederwerke Friedrich Stephan betreiben als eine der ersten Firmen ihre Maschinen über Transmissionsriemen mit Dampfkraft. 1909. Karl Stephan gründet den Mühlhäuser Hansebund, in dem 320 Mühlhäuser Fabrikanten Mitglied waren. Ab 1935. Übernahme von Aufträgen für die Wehrmacht, zum Beispiel Tornister und Lederriemen. Anfang 1945, kurzzeitige Einstellung der Produktion. Mai 1945, Wiederaufnahme der Produktion mit 35 Beschäftigten und einer Auslastung von 15%. Vor dem Krieg waren es 250 Beschäftigte. Ab Juni 1945, Besetzung Thürings durch die Sowjetunion und Aufträge für die Rote Armee. Bis 1948, Tauschhandel und Spezialanfertigung für die Rote Armee und deren Offiziere, willkürliche Verhaftung von Familienangehörigen durch deutsche Polizei ohne Anordnung und Wissen der Besatzer. 1948 Enteignung. 1948 Umbenennung der Firma in VVB Leder- und Lederwarenfabrik Mühlhausen. Wiederaufnahme der Produktion von Aktentaschen, Fahrradzetteln sowie Rahmen- und Satteltaschen. 1953, erneute Umbenennung in VEB Lederwarenfabrik Mühlhausen. In den 1960er Jahren, Aufnahme der Produktion von Schulranzen. In den 1970er und 80er Jahren trugen fast alle Schulkinder der ehemaligen DDR einen Ranzen aus Mühlhausen. 1982, Bau eines neuen Heizhauses für die Lederwarenfabrik, das Brauhaus und den VEB Holzverarbeitung. 1992, Verkauf des Werkes. 1993, Umzug der Nachfolgefirma Joost an die Trift. Bis 1996 Leerstand. 1996, Abriss eines Großteils der ehemaligen Firma, Verkauf und Umbau. Nachdem eine Investorengruppe nach langen Verhandlungen einen Teil des 2,6 Hektar großen Geländes über die Treuhand-Liegenschaftsgesellschaft TLG in Erfurt erworben hatte, begann der Teilabriss und der Umbau der denkmalgeschützten Bausubstanz. Es entstanden altersgerechte Wohnungen. Der Freistaat Thüringen beteiligte sich neben der TLG und der damaligen Bundesanstalt für Arbeit an den
nicht unerheblichen Umbaukosten von 2,9 Millionen D-Mark. 80 Arbeiter aus der Region bekamen für 9 Monate einen Job. Optisch ist das Gebäudeensemble heute wieder ein Schmuckstück, in dem es sich sicher gut und vor allem ruhig wohnen lässt. Einzige Wehmutstropfen sind einerseits die Gestaltung der restlichen ehemaligen Werkflächen, dessen Ansicht und Gestaltung sich seit 1996 nicht wesentlich geändert hat. Andererseits wäre, ähnlich wie beim Klees-Gedenkstein in der Waldstraße, auch hier mindestens eine Gedenktafel angebracht. Denn auch die Firma Friedrich Stephan hat in Mühlhausen Industriegeschichte mitgeschrieben, damals und auch als Lederwarenfabrik in der DDR. Zukünftige Generationen sollten dies vor Ort nachlesen können.